Schaut mal, ich möchte euch da jetzt die Blätter vom gemeinen Efeu zeigen und bei dem ist ja das ganz besonders, nämlich der durchläuft mehrere Stadien in seinem Leben und da verändert sich auch das Aussehen, beziehungsweise das, wo und wie er lebt. Wenn Efeu irgendwo zum Wachsen anfängt, weil Samen verstrahlt worden ist, dann bildet er eine krautige Pflanze, also ist nichts mit Baum und Holz, sondern er kraxelt so am Boden dahin und besonders da kann er dann oft riesengroße Flächen einnehmen. Ihr seht es ja da, der ganze Boden ist mit Efeublättern, nicht nur mit Efeublättern, sondern mit Efeupflanzen übersät. Und da kraxelt er einfach, schauen wir mal, ob ich da was extrahieren kann. Das ist ziemlich gut verwurzelt. Schaut, also da kraxelt er einfach dahin. Ja. Also wenn wir an Efeu denken, dann haben wir in der Regel so ein Blatt im Kopf, oder? Also ich zumindest. Das ist da dreispitzig, das kann mehr oder weniger fünfspitzig sein. Also von den Spitzen, das unterscheidet sich ein bisschen, aber in der Regel haben wir so ein Blau im Kopf. Aber der Efeu, der kräht nicht nur am Boden dahin, sondern irgendwann trifft er dann einen Baum oder einen Zaun und dann kann er Folgendes machen, durch Haftwurzeln, der ist da noch ganz jung, da kann ich das vielleicht sogar sagen, seht ihr das? Da hat er dieses kleine, sieht man das? Diese feinen Härchen da, die vermögen, sie festzuhalten. Durch dieses Vermögen kann er auf Bäume klettern und sie an Zäune festhalten. Ja, da sieht man das. Da ist ein Schweider aufgeklettert und da sieht man diese kletternde Triebspitze. Also der klettert immer weiter. Und das kann er ziemlich gut, das Klettern. Und wenn er das ein Nächtel gemacht hat, kann er einen Baum bis 20, 30 Meter erklimmen, bis da ganz oben, ganz oben ist er aufgekraxelt und ist dann älter geworden. Im Älterwerden ist so, dass da dieses, was am Anfang so ein Asterl wär, ist, so richtig eine verholzte, ja schon fast wie ein Baum, also das ist ein Efeu. Ein Stamm sozusagen, das kann einen Durchmesser von bis zu 30 cm kriegen. Und ja, das kann, ja, wo sehen wir das? 16, also so hat der einmal so angefangen. Und er klimmt das und er klimmt das. Wenn er irgendwann am Baum angekommen ist, dann macht er Folgendes, dass er nicht nur gerade aufkraxelt, sondern, ich weiß nicht, sehen wir das jetzt? Das da sind Zweige, die was da stehen. Und das macht er auch wieder bis ganz auf. Also er kraxelt nicht nur gerade auf, sondern er verzweigt sie auch rundherum nach außen. Die Blätter, da sind es noch alle diese typischen Efeublätter. Also wenn ihr einen Efeuhustensaft habt, dann werdet ihr immer solche Blauen drauf sehen. Wo haben wir Idealform? Sowas. Aber die verändern sich nämlich, wenn er in ein Alter kommt, wo er blühen kann. An blühenden Zweigen werden dann die Blätter von so handförmiger Bisse, da, das ist doch das Blau schlechthin, also wenn man ein Foto braucht für eine Medizinpackung, dann das. Ja, verändert sie zum rhombischen. So schauen die Blätter aus von Exemplaren, die was alt genug sind, das zum Blühen anfangen können. Und die Blüte möchte ich dann in einem speziellen Video herzeigen, weil da muss ich noch woanders auch hinfahren. Ja. Also, zusammengefasst. Efeu beginnt sein Leben als dahinkriechendes Wesen und kann dabei große Flächen einnehmen. Irgendwann trifft er dann auf einen Zaun oder auf einen Baum oder sonst was, wo er aufsteigen kann,
steigt auf, da sehen wir einen jungen Aufsteiger, der ist da zu Ende, ja. Aber da gibt es auch die, was wieder weiter aufgerollen. Und ihr seht, das ist nicht so, wenn einmal einer oben ist, dann darf keiner mehr rauf. Also, ja, so ein Baum kann praktisch für mehrere Einfälle erklommen und vereinnahmt werden. Ja, also, das ist kein Platzhirsch. Ja. Wenn er dann seinen Wirten gefunden hat, also er nimmt von dem Wirten ja eigentlich, es ist kein Schmarotzer direkt. Also er nimmt im Baum nicht irgendwie die Säfte weg. Das einzige Problem, was sein kann, ist, dass er ihn überschottet, also dass er ihn so umbastelt, dass der Baum selber zwingend Licht kriegt, beziehungsweise dass er schwer wird und dadurch ein Problem kriegt. Also in manchen Parks habe ich schon gesehen, dass er da gekappt worden ist, ja, also mit einem Sägeschnitt, und dann sieht man da dann irgendwann die Gerippe vom Efeu und der Baum drunter kriegt wieder Licht und hat weniger Gewicht. Irgendwann eben verändern sie, nicht irgendwann, sondern wenn ein Baum soweit ist oder der Efeu soweit ist, dass er auch Blüte ausbilden kann, verändern sie an jenen Zweigen und Trieben, die was blühfähig sind, die Blattformen vom handförmigen zum rhombischen. Und dann wird auch geblüht, und wo geblüht wird, wird dann auch wieder Frucht gebildet. Aber eben, das kommt extra. Einstweilen, einmal pfiat euch vom Efeu. Ah ja, und es ist nichts zum Essen. Also, auch wenn er medizinisch verwendet wird, jetzt nicht irgendwie sagen, aha, sicher super in den Salat rein oder so, das geht nicht.